Wie gesagt, es wird etwas dauern, bis die hier oben mal Fortschritte machen. Wobei es ja zum Glück recht schnell geht, die Deckschicht abzubauen. So, was ist mit den Steinen, die hier rumliegen? So, jetzt kannst du zurück. Ja, die immer etwas micromanagen. Hey, cool, wir haben es fast geschafft. Also diesen Flecken. Tja, jetzt lassen sie da oben Material liegen. Das ist auch irgendwie ein bisschen komischer Bug, muss ich sagen. Dass, manchmal die Materialien, wenn zwei zu nah aneinander stehen, die Materialien im Sack vom anderen landen. Weil das Spiel irgendwie nicht ganz realisiert, wer das jetzt abgebaut hat. Beziehungsweise wahrscheinlich ist die Logik fürs Abbauen so, die Steine, die landen erstmal hier lose, so wie sie es hier tun, und landen dann im Sack von dem, der am nächsten ist. Und wenn zwei nebeneinander stehen, weiß das Spiel halt nicht, wer das jetzt genau ist. Und dann passiert halt sowas. Na, mal sehen, verschwinden die Steine, bis die beiden wiederkommen, oder kriegen sie sie noch? Gong und Deimos, mal sehen. Oh, sie schaffen es noch. Thank you.
Und ja, wie weit haben wir die... Was ist eigentlich mit dem der Höhe jetzt gerade wieder? Dip, 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 dip. Dip, dip. Gut. So, das ist besser. Ja. Das erste bisschen haben wir. Man sieht jetzt schon nicht mehr, dass da drunter Baumstämme sind. Interessant wird es, wenn wir hier in dem und dem Bereich sind. Wenn wir dann auf die Stämme draufpacken müssen. Die nicht ganz gerade sind. Also weil ich hier ja auf die Baumstümpfe direkt einfach Stämme draufgepackt habe. Oh. Da lässt einer einfach Zeug liegen. So, dafür ist der ziemlich schnell. Ja, jetzt ist hier nur noch Stein eigentlich. Außerdem ein Eisen, aber das wird abgebaut und ignoriert. Totgeschwiegen sozusagen. So, nächster Flätten. Also den ersten Block haben wir schon mal. Ja, von mir aus soll sie es so machen. So, hier ist fast nichts mehr zu holen an dem hier. Also, was ist noch großartig? Ja, das bisschen hier. Wobei das noch mehr als genug sein dürfte. Und natürlich ist keiner so freundlich und macht endlich mal den Weg zur Treppe direkt frei. Und ja, sie sind jetzt da oben dabei abzubauen. So, bau hier mal ab. Und dann weiter. So, jetzt gibt es nämlich einen Weg ohne zu klettern, außer hier runter zu springen, zur... Treppe. Ich stelle mal so ein, vielleicht machen sie dann wirklich die Steine hier im Weg zuerst weg. Die zwei von oben.
merke übrigens gerade, dass das eine sehr schlechte Idee war. Wie kommen sie nachher auf die andere Seite, wenn da eine riesen Gap dazwischen ist? Okay, müssen wir das nochmal abreißen? Einen neuen Query machen. Oh ja, und schön bei Dunkelheit, dass ich auch ja genug sehe. So. Ah, das war 1 zu niedrig. 1 zu hoch, würde ich sagen. So. Doch eine Treppe brauchen wir leider. Na genau, macht sie hier hin. Kein Eisen. Wenn wir später die andere Treppe nicht mehr brauchen, die hier. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Ah, das war jetzt zu wenig. So. Das war falsch. Das wollte ich eigentlich, ja. Das war 1 zu hoch.
So, kann ich alle hier rüber schicken, weil der Quarry ist damit durch. Wisst ihr was, ich mache den Weg dann doch manuell noch ein bisschen frei. Und auch du machst ein bisschen frei. Die haben keine Ahnung, wo sie gerade hin sollen, oder was? Ich glaube, ich töte gerade ein bisschen die KI, kann das sein? So, ich glaube, jetzt haben wir einen ordentlichen Zugang. So, und jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Weg. Na, wir sind bei 150 mittlerweile. Also schon unter 150 Blöcke. Wir sollten jetzt einen sauberen Weg haben. Aber wir sinken auch, was die... Ja. Was unseren Stein angeht. Den würde ich fast mal vorschlagen, bevor wir da weiter aufräumen, geht es jetzt für alle ans Steine kloppen.
Ja, an den Stellen aufzufüllen, wird ein bisschen frickligere Arbeit. Das ist der Flat Task. So, da muss ich mir einen der Flatter schnappen und ihn zu diesem Task verschieben.